Egal ob an der Tankstelle oder bei Gas oder Heizöl, Verbraucherinnen und Verbraucher stöhnen derzeit über die Energiepreise, die nur eine Richtung zu kennen scheinen, nach oben. Über Gegenmaßnahmen wird längst politisch gestritten, genauer über Tankzuschüsse, eine Senkung der Mehrwertsteuer oder schlicht Tempobegrenzungen. Warum gerade der Spritpreis weiter so hoch ist, fragen sich allerdings mit Blick auf sinkende Ölpreise viele. Schwierige Tage für Dachdeckermeister Hans-Jürgen Kautz. Das Material sei im Moment 40% teurer als im Vorjahr. Lieferzeiten werden teils nicht mehr angegeben. Und die hohen Spritpreise bringen Handwerksfirmen an ihre Grenzen. Wenn meine Jungs jetzt tanken, das sind ja locker mal 30% mehr, die dann in den, nicht in den Tank reingehen, litermäßig, aber preismäßig. Durch die Spritpreise herrsche aktuell ein immenser Kostendruck, den die Handwerker an die Kunden auch weitergeben müssten. Und die springen ab. Umsatzverlust ohne Ende. Da gibt es schon Kollegen, die sagen, ich mache im Sommer, wo ich normalerweise keinen Betrieb zu habe, der macht komplett 4 Wochen zu. Seit Kriegsbeginn haben Benzin und Diesel gewaltige Preissprünge gemacht von bis zu 38%. Es herrscht große Nervosität an den Rohstoffbörsen und damit auch an der Zapfsäule. Gerade beim Diesel tanken Autofahrer noch mal voll. Ich hatte Angst, dass die Preise noch weiter explodieren. Und dann dachte ich, ich tanke noch mal, bevor wir bei 3 Euro angekommen sind. Der Preis für Rohöl rechtfertige laut ADAC den aktuell hohen Benzinpreis nicht mehr. Das habe sich entkoppelt. Davon profitierten derzeit vor allem Mineralölkonzerne. Eine Spritpreisbremse als Reaktion sei allerdings sozial ungerecht, sagt Ökonomin Claudia Kempfert. Wir müssen das Geld besser ausgeben, um wirklich Bedürftigen zu helfen, beispielsweise mit einem Mobilitätsgeld, der Verbilligung des öffentlichen Personennahverkehrs und auch den Umstieg hin zu mehr Elektromobilität. Wie Verbraucher schnell entlastet werden können, darüber soll nun eine Kommission der Ampelregierung beraten.